So, heute ist Dienstag, der 26. Mai. Wir gehen auf Ende Mai zu. Ich bin jetzt hier unter der Woche auch nochmal am Abend, um die Baustelle zu besichtigen, um zu begutachten, was hier passiert ist. Und es ist doch eine ganze Menge passiert. Also die Baugrube schaut aus wie auch schon zuvor eben. Ein bisschen Wasser bildet sich darin. Es hat übers Wochenende sehr stark geregnet. Und dementsprechend war das hier eben alles nass. Ist aber jetzt in den letzten 2 Tagen auch wieder sehr gut getrocknet und die Oberfläche und so weiter, alles wieder trocken. Das ist wirklich die letzte Pfütze. Hinten im Hintergrund sieht man noch das Banner, das ich ja beim letzten Mal aufgestellt hatte. Das ist eher misslungen beim letzten Mal. Das war ein Fail, muss man so sagen. Es steht zwar noch trotz Wind und Wetter und es war relativ windig, aber das Ganze hängt natürlich sehr erbärmlich da rum. Und heute habe ich mir vorgenommen, das eben nochmal zu verbessern. Ich habe jetzt hier Kanthölzer und so weiter dabei, eben besseres Material und werde das Ganze dann mal ordnungsgemäß bzw. vernünftig eben befestigen und aufstellen. Ist aber hier eine ganze Menge passiert, nämlich, wie man im Hintergrund erahnen kann, wir haben hier ein Raketenabschusssilo. Nee, das ist eine Regenzisterne. Da wird eben Regenwasser aufgefangen. Das sind 6 Kubikmeter. Aber das schaut tatsächlich aus wie ein Raketensilo von Atomstreitkraftmächten oder sowas. Obendrauf, man wird nachher nur oben die oberste Spitze sehen, da kommt eben dieser Deckel. Das schaut im Prinzip aus wie so ein runder Gullideckel. Und man sieht von dem ganzen Ding nichts, aber das ist schon erstaunlich, wie viel Volumen da eingenommen wird. Das sind ja 6 Kubikmeter, 6000 Liter und dementsprechend viel Wasser, also Platz braucht man halt einfach. Ansonsten wurde hier auch noch ein Graben ausgehoben. Das sieht man ja hier. Also wir sind, weiß gar nicht, in etwa 4 Meter tief, hätte ich jetzt gesagt. Und dann geht es eben hier weiter. Hier werden dann eben die Zu- und Ableitungen fürs Frischwasser, beziehungsweise dann auch für das Regenwasser und das Schmutzwasser geführt. Und da vorne sieht man auch schon die Anschlüsse in die Kanalisation da. Die sind hier eben schon vorbereitet. Und auch das Loch wurde eben schon ausgehoben. Man kann auch da hinten erahnen, da sind die Multimedia-Kabel, beziehungsweise die Stromkabel. Das ist ja der Baustrom hier, der eben zum Baustromkasten vom letzten Mal führt. Die sind soweit unangetastet gelassen worden, aber natürlich, die waren quasi hier genau in der Mitte gestanden, wurden jetzt ein bisschen zur Seite geschoben. Aber wurden nicht verletzt, das ist doch schon mal gut. Ansonsten wurde das Ganze, die ganze Baugrube hier auch nochmal abgesperrt, also hier vorne mit so Plastikaufstellern und auch links herum dann eben mit so Absperrband, um einfach zu symbolisieren, dass es hier eine Baustelle und dass da jetzt keiner irgendwie nachts im Dunkeln in die Grube fällt oder so. Genau. Dementsprechend werde ich mich jetzt drüber machen, eben diesen Banner auszutauschen und werde euch das Ergebnis nachher sicherlich nochmal präsentieren. Ansonsten gibt es jetzt aber hier nicht mehr zu zeigen für heute. Bis dann. So, hier also nochmal eine andere Perspektive. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Zisterne. Die befindet sich eben hier. Da drüben ist der Erdhaufen und hier ist diese Absperrung. Und hier habe ich jetzt eben meine Arbeitsstätte für heute eingerichtet, um mit ein paar Kanthölzern eben dieses Banner besser auch zu befestigen. Und in der Zwischenzeit kann ich mir hier schon mal meinen eigenen Strom klauen. Ich habe jetzt hier nämlich angeschlossen, um den Akkuschrauber aufzuladen. Und das funktioniert. Das ist gleich ein ganz erster Test gewesen für den Baustrom. Und jetzt werde ich dann eben loslegen. Ich stelle mal die Kamera hier kurz auf und werde im Zeitraffer das Ganze mal versuchen zu dokumentieren. Bis nachher. So, es ist jetzt 20 Uhr und das Werk ist verbracht für heute zumindest. Also hinter mir kann man erahnen, steht dieser Banner. Ich habe jetzt hier eben so eine Holzkonstruktion gebaut,
das Ganze eingespannt mit Kabelbindern. Hat jetzt in etwa eine Stunde gedauert, überraschenderweise. War aber selbst diese Holzkonstruktion mit dem Hebel und dem Wind und so weiter gar nicht mal so robust wie gedacht. Also ist mir auf einmal quasi fast auf den Kopf gefallen. Das ist doch ein enormer Hebel, das ist 2,50 Meter hoch jetzt hier. Und dementsprechend sind da schon ganz schöne Hebelkräfte am Wirken. Ich musste jetzt mir auch hier behelfen mit so einer, mit diesem Holzbalken hier. Den habe ich jetzt hier zweckentfremdet und das Gewicht, der ist wirklich sackerschwer. Also den konnte ich gar nicht hochheben, sondern musste den hier übers Grundstück schleifen. Da sieht man auch die Schleifspur. Und den habe ich da jetzt eben mit dem Gewicht hinten angebracht, sodass das Ganze hoffentlich jetzt auch die nächsten Tage, die nächsten Wochen dem Wind widerstehen kann. Vorne ist es verstärkt mit Holz. Auch hier hatte ich zu wenig Kanthölzer dabei gekauft und musste mir hier jetzt von einer Palette, die auch zum Glück sich auf dem Grundstück befand, quasi Holz herausbrechen. Habe das jetzt wiederverwendet an der Stelle. Vielleicht werde ich das die Tage dann nochmal verstärken oder so, aber grundsätzlich passt das, ist glaube ich groß genug, präsent genug. Und damit kann sich sowohl dieser Shop Voltus.de eben zufrieden zeigen, als auch ich bin mit dem Werk jetzt deutlich zufriedener als eben mit diesen Plastikrohren. Letzte Woche, das war dann doch eher ein Fusch. Dementsprechend für heute fertig. Ich packe jetzt noch meine Koffer, hier mein bisschen mein Krempel ein und fahre dann auch nach Hause. Bis demnächst.